Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier am Ballermann auf Mallorca unterwegs. Hallo! Und heute dreht es sich mal wieder um schlüpfrige Dinge hier in dem Video. Wir wollen herausfinden, wie oft eigentlich Sex in der Woche ideal ist. Die Umfrage, die wir vor einiger Zeit schon mal im Wacken durchgeführt haben, werden wir jetzt hier durchführen. Und einfach auch mal schauen, wie eigentlich der Vergleich ist zur Realität zu Hause und zu der, ich nenne es mal, Ausnahmesituation hier auf Mallorca. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Antworten und wünsche euch natürlich wie immer ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir wollen heute herausfinden, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Dreimal. Dreimal? Ja. Das ist ein guter Schnitt, ne? Ich bin fünf Tage die Woche arbeiten, dann geht es sich dreimal aus. Die Olga ist on Tour. Olga? Ich sage, wir sind ja alle bald Russen, deswegen. Du hast es gesagt, jeden Tag? Ja, schon jeden Tag. Also ich wäre für jeden Tag. Also ich habe ein paar Mädels kennengelernt heute Abend. Ehrlich? Ja. Wo hast du sie kennengelernt? Im Bierkönig. Im Bier. Wo sie hingehören. Vier, glaube ich, haben wir Säulen getrunken. Aber ich hatte gestern Sex, aber heute nicht mehr. Gestern Sex, heute nicht? Ja, heute noch nicht. Mit wem? Boah, so einen Typen habe ich kennengelernt auf einer Online-App. Ja? Ja. War aber scheiße. Hast du einen Freund zu Hause? Nee. Dann wird es aktuell schwierig, wahrscheinlich mit 7 Mal, ne? Nee. Auch nicht. Es gibt da schon jemanden. Aber ja. Ich bin Biertrinker, aber irgendwann schmeckt es nicht mehr und dann trinke ich auch Wodka Lemon. Und, sind wir schon an dem Punkt, wo Bier nicht mehr schmeckt? Ja, da sind wir deutlich. Und wir wollen wissen, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Legal? Ideal. Ideal. Und also, legal wäre auch gut. Ich habe schon sehr oft Sex. Ich würde sagen, 2-3 Mal die Woche wechseln, der Geschlechtspartner ist okay. Wir sind halt nur noch, wir waren eigentlich zu dritt, wir kommen aus Lübeck, ne? VfB Lübeck, bam bam bam. Und aber einer ist abgeschmiert und jetzt sind wir nur noch zu zweit, weil der hat, ja, ne, ich sag immer, ne, ja, gucken, was draus wird, ne? Aber er hat es halt nicht so, jetzt momentan geht es ihm nicht so gut, ne? Aber er ist jetzt im Hotel, legt sich hin, kotzt da nochmal kurz und dann geht's nachher im Megapark, denke ich. Wann war dein erstes Mal? Mit 14. Mit 14. War gut. Ja, mit der Schulkollegin. Mit der Schulkollegin? Ja, genau. War gut? Ja, ich kann mich nicht so mal ganz so erinnern, weil es im Suff war. Wir wollen wissen, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Ideal? Ja, was gefällt dir? Viermal. Viermal. Und hier? Hier? Einmal jetzt die Woche. Einmal. Ja, aber wir arbeiten dran. Einmal gedippt. Ja, reingehalten. Hast du einen Freund? Ja. Ach so, und mit dem viermal die Woche? Nee, das ist gerade Ärger. Das ist gerade Ärger? Ja. Mmh. Gerade. Ganz schlechtes Thema. Na gut. Ach Mensch, komm her, nimm dich einmal in den Arm, so, dann wird alles wieder gut. Ne? Ideal. Oh, 7 Tage die Woche, wa? Jeden Tag? Oh. Bist du schon so ein kleiner... Wär nicht schlecht, aber, also hätte ich gern. Ideal, was ideal wäre? 1-2 Mal die Woche wäre schon als Single ideal. Wie viel ich Sex in der Woche habe? Ja, was findest du ideal? Boah, weiß ich nicht, also, ich muss sagen, Sex ist erstmal zweitrangig. Ist das so? Ist so, weil... Ich finde, wenn ich nach Hause komme, dann muss da eine Frau sein, die sich auf mich freut. Was ist Realität? Oh. Einmal im Monat vielleicht. Oh. Hast du eine Freundin? Nö. Naja. Deswegen ja so wenig, weißt du, ja, ist so. Läuft Tinder nicht so? Nee. Wie viele hast du hier schon auf Mallorca kennenlernen können? Boah, gute Frage. Also mit dem ich rumgemacht habe oder so? Ja, sagen wir mal rum. 2. Was sagst du, wie oft Sex in der Woche ideal? Ideal? Ja, ja. Wenn du es dir aussuchen könntest, immer. Immer. Tagtäglich, oder was? Ja, ist ideal. Aber wir reden hier nicht 5 gegen Willi, ne? Ist aber auch ideal. Aber so als Single, so 3-mal die Woche ist schon gut. Ist das auch Realität? Bist du alleine? Ja, ja, ich bin Single. Und 3-mal die Woche aktuell Realität? Auf Malle ja, hier zu Hause nein. Ich bin seit 3 Monaten Single tatsächlich. Oh, Scheiße. Aber davor war so 4 bis 5-mal die Woche locker, ja. Oh, das ist schon überdurchschnittlich. Glückwunsch. Aber ich wurde gezwungen. Ehrlich? Ich meine dein Ernst. Ey, war das eine kleine Nymphomanin zu Hause? Oder? Ja, tatsächlich ja. Und ehrlich? Das war mir eine Nummer zu hart. Wie muss das sein? Ich brauche einen Bubi. Ein Bubi? Ja. Also einen 18-Jährigen? Nein, aber er darf aussehen wie ein Bubi. Wird das mit der Zeit eigentlich weniger, wenn man eine Freundin hat? Mmh. Komm, sprich mal jetzt hier raus. Kommt drauf an, wenn man will oder wenn man nicht will. Ne? Ja, willst du gerade? Muss ich sagen gerade, aber ich will erst saufen. Hast du gerne Vorspiel? Nee, ich stecke einfach direkt rein und jeder ist für seinen eigenen Orgasmus zuständig.
Da kann ich nichts, ich hab Termine. Sechs in der Woche ideal. Oh, am besten jeden Tag, ne? Aber meinst du, die Frau ist dann zufrieden, wenn sie nach 30 Sekunden dann mit dir... Dann muss ja zum Nachbar gehen. Wie gesagt, ich bin Sprinter. Wie läuft's mit den Frauen hier? Nicht gut, ich hab nämlich eine Freundin. Hast du einen Freund? Ja. Wie oft ist das denn da so bei euch gang und gäbe? Das ist privat. Das ist privat. Niemals. Niemals. Jungfrau noch, auch gut. Ich bin nicht treu. Aber ich habe gar keinen Freund mehr. Und du? Ich bin Jungfrau. Das ist gelogen, glaube ich. Ja. Wie oft Sex in der Woche ideal wäre? Ideal, dreimal die Woche. Ja, schau jeden Tag, was ist denn für eine Frage? Ja. Hast du einen Freund? Na. Und dann hast du trotzdem jeden Tag? Ja. Glückwunsch. Servus. Was soll ich eigentlich erzählen? Erzähl mal einen Witz. Ehrlich. Witz. Fertig. Dreimal. Ja, ist das auch Realität? Ja, ist Realität. Bist du verheiratet? Ja, natürlich. Gut. Immer gut. Ja, dreimal die Woche in einer Ehe ist schon... Schon gut, ne? Glückwunsch. Na klar, immer. Wie oft hast du in der Woche Sex? Jeden Tag. Glaubst du selber nicht? Jeden Tag. Wir wollen nämlich wissen, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Jetzt kannst du mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also, warte mal. Ideal. Ich würde sagen dreimal. Dreimal? Ja, dreimal. Das ist auch die Realität? Ja, so fünfmal, aber die zwei anderen Male werde ich gezwungen. Was macht man hier am Ballermann so? Am Ballermann ein bisschen die Freizeit genießen. Firmenintern sind wir hier im Moment ein paar Tage. Firmenintern? Wieder firmenintern. Ich glaube, genau. Studiert, da muss so nennt man das Ganze. Warte. Heftig. Ey, hast du dir wirklich das hier tätowieren lassen, oder was? Ja. Sechs in der Woche im Jahr, ja, mindestens so drei, vier Mal auf jeden Fall. Und das hast du auch mit deiner Freundin? Ja, auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Bruder, scheint die Traumfrau zu sein. Ja, stand jetzt auf jeden Fall. Wie oft Sex in der Woche grundsätzlich ideal wäre? Zehnmal. Ich sag zwölfmal. Zwölfmal? Ja. Wann kann ich anfangen? Wann, wo, bei mir? Ja. Ja, kannst jederzeit. Ich stelle dich ein. Sehr gut. Kannst du gut verkaufen, dann bist du bei mir engagiert. Ja. Sofort. Mach ich. Ich verkaufe dir alles. Ja, alles, was du willst. Das ist gut. Telekom. Telekom? Ja, Telekom. Hat einen Namen in der Branche. Also, weißt du, wovon wir reden. Ne? Wo kommt ihr her? Trier. Ja. Trier ist cool. Ja. Deutschlands älteste Stadt. Ich hab 300 Mitarbeiter unter mir. Ja. Kein Problem. Ich hab einen. Hinter der Kamera. Ja, einen hinter der Kamera. Ist ja nicht schlimm. Ist ja kein Problem. Ja. Den kann ich auch noch einstellen. Jawohl, wir fangen alle an. Der hat eine schnelle Brille. Eine schnelle oder eine schöne? Darf ich einen Bildungsauftrag weitergeben? Sehr gerne. Don't drink and drive. Mann, weiß keiner, wo Trier ist. Wo ist Trier? Trier ist in Deutschland. Was ist das? Die älteste Stadt? Der Welt. Saufen ist wichtig. Lernen ist richtig. Wie oft ist Sex in der Woche ideal? Dreimal. Jeden Tag. Von wem hast du denn die Rose geschenkt bekommen? Von dem Kai. Heute war es der Kai. Heute war es der Kai und heute gestern war es der? Kleiner Manns. Magst du auf meinem T-Shirt unterschreiben? Ja, natürlich unterschreibe ich das. Mit Pink, das ist auch meine Farbe. Wir wollen wissen, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. So 10-mal ist super. 10-mal? Ja. Das ist bestimmt ganz normal. Ja, natürlich. Wie oft ist Sex in der Woche ideal? 7 Tage. Also 7. Jeden Tag? Ja. Naja, okay. Ich gehe auch dazu. 5 ist meine Lieblingszahl, also 5 mal 7. Okay. Eine kleine Nymphomanin? Nee, das jetzt auch nicht, aber Sex ist schon super. 4-mal, weil man soll nicht jeden Tag was mit seinem Freund machen. Und 4-mal in der Woche ist perfekt. Seid ihr vergeben? Nee, ich bin Single. Single! 3-mal Single! Ole, ole! Willst du auf meinem Bein unterschreiben? Komm her. Wunderbar. Ey, du hast... Überragend. Ey, wie oft ist Sex in der Woche ideal? 5-mal. 5-mal? Ja. Also immer werktags. Richtig. Montags bis Freitag. Wie oft hast du in der Woche Sex? 4-mal. 4-mal? Ja. Damit bist du glücklich? Nein. Wie oft Sex in der Woche ideal ist? Also damit er richtig gut ist, einmal die Woche, weil sonst ist es, also,
Ja, muss ja ein bisschen gestaut sein, damit es knallt. Bist du in einer Beziehung? Ja. Dann wollen wir das hier mal face-to-face an deine Freundin weitergeben. Du bist der? Okay. Willst du meinen Namen haben jetzt? Ja, deinen Vornamen hätte ich gerne. Oder Spitznamen oder was auch immer. Locke. Locke. Deine Freundin heißt? Daya. Daya. Liebe Daya, der Locke hätte gerne mehr? Sex. So. Und zwar, wie oft gerne? Viermal. Du hast doch gerade gesagt, du hast viermal. Ja, ja, fünfmal. Fünfmal. Was denn nun? Ja, fünfmal. Erstmal, habt ihr einen Freund zu Hause? Nee. Wie oft ist Sex in der Woche ideal? Drei hätte ich auch gesagt. Ja. Wie oft hat man Sex in der Woche? In der Woche? Wenn du eine Freundin hast, dann regelmäßig. Wenn nicht, musst du halt geiern. Hallo, my friends. Ich bin Hermann und ich habe maximalen Spaß. Hermann? Yes. Keiner macht mich mehr an. Wie oft hast du es dann aktuell als Single? Ja, also wenn ich Bock habe, einmal. Es kommt halt drauf an, aber... Läuft Tinder nicht so? Nee, auf Tinder bin ich tatsächlich nicht aktiv. Wo sonst? Noch nicht. Auf Instagram musst du aktiv sein, das ist eine sehr, sehr gute Plattform, aber ich bevorzuge dann doch eher das Persönliche. Heute geht's um Sex. Trotzdem, in dem Video, ja. Wir sind ein bisschen schlüpfrig. Was willst du da fragen? Ich möchte wissen, wie oft Sex in der Woche ideal ist. Oh. In einer Beziehung? Oder bist du in einer Beziehung? Nee. Dann reden wir jetzt kurz von der Realität. Also in einer Beziehung würde ich sagen so dreimal. Ja. Nicht in einer Beziehung... Ich habe nie Sex und ich bin nicht in einer Beziehung. Also, Also wir hoffen, euch hat das Video gefallen und schaltet beim nächsten Mal fleißig wieder ein. Fühlt euch gedrückt. Folgt dem Kanal, ist cool. Herzog on Tour. Herzog on Tour. Herzog on Tour. Ein Gleis. Also bitte. Also, das ist scheiße. Und ciao.